So, ein wunderschön. Ja, Klicker hier, Folge. Läuft die Kamera noch? Genau, so, Folge läuft die Kamera noch. Beginnt jetzt. Nein. Lalala, genau. Ja, dritte Staffel. Was ist das richtig? Na, das sieht richtig aus. Ja. Die Staffel jetzt wird schön lang. Das heißt, ich werde mich auch am Zippel reißen und die ersten Maps tatsächlich versuchen durchzuwaschen. Weil, wie gesagt, es gibt in dieser Episode viele Maps, die einfach nur lange dauern. Von daher, gar nicht lange quatschen und direkt loslegen. Na komm. Boah, diese Shade. Fängt ja gut an. Leck mich! Oh, Alter, jetzt kommen die alle hierher. Hier doch. So, Map 1 geschafft. Das hier war schon immer meine Lieblingsmap. Die Map ist so krank. Da gefällt mir. Wow. So, zum Ausgangspunkt zurück. Speichern. Und jetzt gucken, wo ich hin muss. So, hier die ganzen Fische rauslassen. Wow, warum tut ihr mir weh? So, blaue Karte haben wir und damit kommen wir quasi direkt zum Ende der Map. Außer okay, hier ist natürlich noch ein Pinky. So. Nein, Mann! Wie lange braucht er denn zum Sterben, ey?
So, ich will nämlich die Rüstung hier haben. Thanks. So, alles, was mir jetzt wichtig ist. Tada! So. Ja, ich hätte die Map jetzt auch ein bisschen kürzer machen können, aber mir war die blaue Rüstung schon relativ wichtig, weil, ne, Rüstung haben ist schon ganz cool. Komm raus. Wow. Falsche Waffe? Die bitte. So, mal speichern. So, hier ist nichts drin, was ich jetzt erstmal brauchen werde. So. Danke. Boah, Alter. Boah, doch, was mal hier? Kann ich mir nämlich auch noch die BFT fallen? Fuck.
Schieß doch mal. Okay, jetzt habe ich da auch Ruhe. Jetzt können wir hier aufbauen. Na komm. Ich bin schon wieder fast tot. Geh doch mal auf. Wie fällt das jetzt so? Ach, okay, ich bin tot. Das funktioniert also so nicht. So. Alter. Na komm, einmal nach da, einmal nach da, einmal nach da, einmal nach da, einmal. Erstmal erledigen. Na, schieß doch mal. So, jetzt ist die Frage, wie kriege ich die Tür auf, ohne dass sie... Nee, so schon mal nicht. Irgendwie muss die Tür komplett aufgehen. Geht sie aber nicht. Okay. Keine Chance. Ich habe keinen Plan, was ich hier falsch mache, aber was mache ich falsch? Kann ich natürlich einfach komplett aufgehen. Keine Chance. Ja doch. Das ist manchmal so dumm einfach. So, jetzt ist auch wieder so ein knacktes Rätsel. Aber das geht relativ easy. Man muss immer, wenn man von hier kommt, die beide, die nicht zusammengehören, geben immer ein paar mit dem anderen. Also die beide geben ein paar. Die beide geben ein paar, die beide geben ein paar und die beide geben ein paar. Und die muss man immer gleichzeitig drücken, denn. Also nicht gleichzeitig, aber direkt nacheinander. Also, so hier zum Beispiel. Bam, bam. Und schon geht eine Tür auf. In dem Moment war es die falsche. Brauchen aber eh erstmal die Karten. Also müssen wir die Türen erstmal aufmachen hier. Danke, war nicht das, was ich wollte. Aber schon mal nicht schlecht. Wir brauchen die beide. Mist. Also. So, damit können wir jetzt in den gelben Raum rein. Das war die falsche. Was wieder die falsche. So. Dankeschön. Der Schalter hat keine Ahnung mehr, was er gemacht hat.
Auf jeden Fall nichts Wichtiges. So, jetzt kommen wir hier in den roten rein. Ist das kompliziert. So, und hier ist jetzt das, was wir warten, erhoffen. Stopp doch mal bitte. So, und hier können wir jetzt wieder durchrennen. Ich mache ihn aber erstmal fertig. Na komm her. Weil da hinten warten nämlich eine ganze Menge Quickies auf uns und deswegen mache ich erstmal was anderes. Und zwar aktiviere ich erstmal. Na komm, boah, Alter! Bitte! Wert gedrückt! Dankeschön. Waren Sie genau das Falsche? Jetzt kommen die alle wieder. Oh Mann, was macht das? Wieso geht der Schalter nicht? Muss ich die Wert drücken hier? Ja. So easy. Einmal neu, bitte. Das funktioniert so nicht. Ich muss die erstmal. So. Ach Gott. Alter. So, war es jetzt die richtige Tür? Nein, war die falsche Tür. Dann jetzt die beide hier. Easy. Boah. Ich sag ja, diese Rätsel, die werden schon ganz schön. So, nee, das hilft eigentlich. So, hier müssen wir rein. Siehste. Perfekt. Das ist halt ohne diese Unsterblichkeit wesentlich schwieriger. So, und jetzt kommt tatsächlich eine der ersten Maps, die richtig katastrophal ist, wo ich den Weg auch nicht auswendig kenne. Von daher werden wir einfach mal reinrennen, wie es gerade kommt. Ich weiß nur, wir müssen die blaue Karte finden. Irgendwo muss die blaue Karte sein. Hier schon mal nicht. Mädel. Also taktisch gesehen, weil die Erfindung der Pinkies echt eine geile Sache. Die kommen immer genau dann, wenn man sie am wenigsten braucht und einem den Weg blockieren. So, hier kann man letztendlich dann. Nee, was war denn hier nochmal? Ach so, so ein kleiner. Wisst ihr was? Hier, leck mich. Boah. Was war das denn gerade für ein Rocker? Ruckler. So. Mehr gibt es hier nichts Sinnvolles, oder? Nope. Komm nicht mehr raus. Thanks. So, da ist noch einer. Der trifft mich aber nicht. Doch, der hat mich gelegt. So, und in dem Fallraum müsste auch noch einer drin sein. Kann ich doch nicht. Hä? Hatten wir den nicht gerade? Ach, dann waren da zwei. Lol. Na gut. Dann soll es das auch nicht weiter interessieren. So, hier sind wir jetzt im nächsten Bereich. Da brauchen wir nicht rein, soweit ich weiß. Wir müssen einfach nur gucken, dass wir den Kreis immer weiter schließen. So, das heißt, wir gehen jetzt hier durch, damit öffnen wir nämlich dieses komische Ding da. Wer auf die Idee kam, ich habe keine Ahnung. So. Ja. Warum sind die hier transparent, ey?
Überall sind Spectre, die man nicht sieht, die Lost Souls, die man nicht sieht. Die wissen natürlich, was die hier machen. So. Nein, nicht raufgehen, sondern nur klicken. Danke. So, können wir jetzt hier schön der Munition einsammeln. Ja gut, brauchen wir nicht. Das brauchen wir hingegen. Ja, das ein bisschen. Eine Rakete ist jetzt auch nicht so geil, Omato. Und das hier ist das, was wir am ehesten brauchen. Den blauen Key. Und damit können wir jetzt quasi direkt ins Ziel reingehen. Aber aufpassen, hier hat sich jetzt was geöffnet. Da müssen wir so schnell sein. Okay. Mist. Mano. Das war gerade ultra dumm. Wir müssten da rein, glaube ich. Oder auch nicht. Aua. Okay, da war das um links. Ich dachte immer, das war um rechts. Na gut. Na komm, weg. So. So, nach um links müssen wir. Da können wir hier gleich mal ein bisschen Munition einsammeln. Der einzige Vorteil an diesem Ort hier ist, dass es hier Munition gibt. Alles andere ist hier eher so... Muss nicht sein. So, wo sind wir jetzt? Okay, direkt nach da müssen wir. Dankeschön. So, und hier wird es mich jetzt ein bisschen... Genau, BFG. Ist eine Verschwendung, aber für die hier... Was war das denn gerade für eine Aktion? Na komm, wo ist denn die BFG? Ach, auf der 7 ist die BFG. So. Alles andere hätte hier... Ne, die ganzen Pickies hier zu erledigen, ist halt immer... Nein, wo war denn das? Halt, halt. Achso. So, und jetzt müssen wir hier rein. Und das war's dann auch schon. Habe ich die Map echt noch zusammenbekommen? Lol. Nice. Das ist für mich auch so eine Map, wo ich mich gerne mal aufhänge. So, und die Map hier, die ist richtig, wenn man nicht weiß, wonach man suchen muss, ist das Exit nicht zu finden. Und zwar gar nicht zu finden. Jetzt muss ich nur überlegen, wo war der blaue Schlüssel? Irgendwo war hier ein blauer Key. Ich weiß nur nicht mehr, ob er da drinne war. Glaube ja. Oder ob er doch irgendwo anders war. So, haben wir erstmal auch die Munition hier. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Was? Ach ja, die blocken einen ja. So, und jetzt wieder zurück. Tada! Und schon kann man hier ordentlich langlaufen. Hier ist nämlich das Ziel, da muss man rein. Hier so. Man braucht aber dafür erstmal den blauen Key. Und glaube ich, war der da hinten drin. Da hinten war der drin. Da muss ich aber selbst erstmal nicht überlegen, sondern gucken. Tatsächlich einfach gucken. Nein, der war hier nicht drin. Okay, dann war der in dieser kleinen tiefer gelegten Insel drin. Das ist natürlich deprimierend. Da müssen wir nämlich da rein. Wo auch immer die waren. Die waren in die Richtung. Wow. Ach nee, ich bin doch bescheuert. Klar, ich weiß wieder, wo es war. Ich weiß nur nicht, wie ich da hinkomme. Und zwar war sie hier in dem Ding da oben drin. Nee, hallo? In dem Ding hier. Wie kam man da rein? Da gab es irgendwo ein Teleporter. Ah doch, jetzt. Tue ich mich erinnern. Wo ist denn der Eingang? Da ist der Eingang. So, und hier musste man nämlich jetzt rein. Und damit war man hier drin. Bam. So.
kommt alles schön her. Tada! Und das ist das Einzige, was wir jetzt brauchten. Alles andere ist rein optional. Und jetzt muss ich mal gucken, haben wir hier irgendwo eine Suit? Wobei, ganz ehrlich, die Strecke ist so kurz, ich schaffe auch ohne Suit. Aber mit Suit wäre es mir halt lieber. Einfach weil Suit so ein schöner Name ist. Es geht einem wunderbar von der Lippe, ne? So, und jetzt mal gucken, wo das irgendwo war. Okay, jetzt können wir nämlich auch durch die Pampa laufen. Die Pampa macht immer noch Schmerzen, soweit ich weiß, aber nur noch sehr selten. Also nicht mehr also so alle 2-3 Sekunden, sondern eher so alle 10 Sekunden. Nee. Ah, siehst du, habe gerade gemerkt, man bekommt trotzdem Schmerzen. Alter, wollt mich verarschen, wo ist denn das Ziel? Boah, ich bin ja hier auch gerade echt ein bisschen. Da oben, da wartet doch. Ich hätte einfach nur die Richtung laufen müssen. Ach Gott. Aber der Weg ist mir gerade ein bisschen zu blöd mit den ganzen Imps, Pinkies. Ich war nirgends mehr. So. Okay. Das müsste hier gewesen sein. Aha, genau. Tada. So. Und schon können wir hier lang. Hier rein. Und am Ziel. Und jetzt kommt eine Map. Die wird ewig dauern. Egal, wie ich mich anstrenge. Einfach, weil die Map mich nicht mag. Und ich sie auch nicht. Worum geht's bei der Map? Naja, man muss halt in der richtigen Reihenfolge drücken. Und ich habe immer keine Ahnung, welche Reihenfolge das ist. Und ich stelle mich aber halt auch immer so dumm an. Hier, solche Dinger sind in der gesamten Map verteilt. Und da drin sind Teleporter, die uns zu Schalter, also zu einem Schalter-Rätsel führen. Wo man Schalter in der richtigen Reihenfolge drücken muss. Oder also zumindest überhaupt Schalter drücken muss. Was? Wo kommst du denn her? Nein, nicht bei zwei. Na, leck mich vom Arsch. Ja, Pinky, ernsthaft? Das ist illegal. Ja, Leute. Gott. Lebt ihr noch? Ja, er lebt noch. So, okay, zuallererst gehen wir mal in die Richtung. Ich glaube, war das richtig. Hier gibt es nämlich den. Okay, war falsch. Wo gab es denn den Blocki? Weil gab es den doch hier in der Mitte. Also. Da drinnen. Hier gibt es noch keinen Eingang. Ich muss das Ding erstmal aktivieren. Ich weiß. Oh, Scheiße. Hatte schon 93, das war gerade Ultraverschwendung. Ja, komm, stirb halt. Danke. So, ja. Wo war der Blue Key? Ja, man merkt schon, die Map-Designer mögen Pinkies. Also, die sind hier einfach überall verteilt. Einfach, weil die halt einem am meisten, ja, nerven. Weil erstens braucht man da ewig viel Munition, bis die weg sind. Und die blocken halt absolut alles weg. Ne, da kannst du machen, was du willst. Die musst du halt immer erstmal erledigen. Vor allem kommen die halt nicht immer alleine, sondern immer zu Hauf. So, was haben wir den blauen Key? Da müssen wir, soweit ich weiß, nicht rein. Gab's da irgendwas? Da gab's da irgendwas in der Mitte. Ach so, ja, okay. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich will lieber erstmal da hinten hin. Da war der blaue. Da war nämlich die blauen Tür. So, der Raum war, soweit ich weiß, optional. Wir gehen trotzdem mal rein. Ach nee, da war nämlich auch ein Schalter. Okay, da war ein Schalter. So, du musst erstmal leider weg. Was? Ach so, ja. Das war die dümmste Idee, die ich hatte. So schnell kann man Munition verschwenden. Yay. Das Problem ist, der kommt auch nicht runter. Der bleibt auf dieses Ding drauf. Oder? Ah, doch jetzt. Hä? Warum ist er gerade eh nicht runtergegangen? Vollidiot. Ach komm jetzt. Sei lieb und stirb. Danke. So, das Ding hier muss man nämlich dann aktivieren, indem da hinten wieder noch ein Schalter ist. Das heißt also erstmal den Schalter drücken, jetzt da hinten hinrennen und den Schalter drücken.
Hopp, und schon. Ist dein Weg. Da brauchen wir aber noch einen roten Key dafür. Okay, also braucht man doch noch einen Key. Nein, noch nicht aufnehmen. So, erstmal die rauslocken. Wie viele Raketen habe ich? 92, Halleluja. Eigentlich müsste ich die nicht umbringen. Vor allem, wenn ich alles verschwende dafür. Aber... Wow, das war gerade knapp. So, und hier muss man unten rein. Tut ein bisschen weh. Aber unten gibt es Anzüge. Tada! Wow, sogar ohne Schaden reingekommen. Okay, und hier ist nämlich ein kleiner Labyrinth. Jetzt muss ich erstmal gucken. Das war in die Richtung. Aber wie genau? Ich nehme erstmal die Waffe. Von der habe ich schon viel Munition. Ach man, jetzt habe ich noch einen aufgenommen. Ne, das war falsch. Das war definitiv falsch. Und wie gesagt, wir brauchen erstmal den Schalter, den blauen Key, weil die sind überall so eine Dinger. Also zum Beispiel da, wo ich nicht hinkomme, weil ich mit anderen verrenne. Da oben. Aber wie gesagt, die brauchen halt alle einen roten Schlüssel. Nicht nur roten Schlüssel, sondern einen roten Schädel. Wir müssen also irgendwie erstmal zu einem roten Schädel kommen. Hä? Oh, ich habe noch gar keinen Anzug. Haha. Das war ja nice. Danke. So, was gab's hier? Ne, das war einfach nur eine Sackgasse. Okay. Hier war es auch nur eine Sackgasse. Hier musste ich glaube nicht lang. Ah doch, okay, ist auch ein möglicher Weg. Hier gibt's einen Punkt. Genau. Geht doch. So, jetzt nehme ich mal das Ding hier noch. Was hat sich denn hier gerade geöffnet? Ich weiß es nicht. Hier ist ja normalerweise gar nichts, was ich öffnen kann. Na gut, okay. Dann gehen wir jetzt mal in den ersten Bereich. Das ist hier. Aktivieren den Schalter. Und hier sieht man schon, man muss da überall in diese ganzen Räume, muss man sich überall rein teleportieren lassen. Und das ist der absolute Wahnsinn, weil man immer nicht weiß, wo man schon war, wo man nicht war. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen sachlich vor und räumen hier einen Weg nach dem anderen aus. Das heißt, als nächstes kommt der hier ran. Das war genau der Raum, wo wir als letztes rein müssen. Weg mit dir. So, jetzt gehen wir nochmal nach unten, weil da Anzüge sind. Weil, wie gesagt, hier ist ein Raum, da hinten sind auch noch zwei Räume. Und wir müssen in so einige Räume rein. Ja, das war gerade dumm. Ich hätte erstmal nach links laufen müssen. Da ist nämlich die Treppe. So, und jetzt geht's da wieder rein. Oh Gott, Ronny verläuft sich die ganze Zeit hier. Das ist die Zeit, die wir nicht haben. So, dann probieren wir erstmal die Tür hier. Okay, das war glaube ich. Brauchen wir erstmal einen gelben Key? Bin mal bekloppt da. An den gelben Key kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Wo war denn ein gelber Key? Ach, da. Also erstmal die andere Seite. Hier so lang. So, hier muss man jetzt irgendwie rüberkommen. Ich weiß aber nicht mehr, wie. Konnte man jetzt Wave? Oder? Nein, konnte man nicht. Wie kann man denn da hin? Okay. Da hinten ist ein Schalter. Aber welche Tür war die mit dem Schalter? Ach, direkt daneben. Danke. Das läuft uns die Zeit davon. So easy. So, und hier war ja jetzt das mit dem 12 Running. Komm, dann kann man nämlich einfach rüberlaufen. Badam. Sehr schön. Jetzt kommen wir wieder hier raus. Hä, nee, Moment mal, hier mussten wir hier nicht
Ne, tatsächlich nicht. Okay. Gut, dann haben wir jetzt also den Bereich auch. Jetzt haben wir die gelbe Karte. Mit der gelben Karte können wir jetzt wieder hier rein. Die Tür öffnen. Hier ist ein Schalter. Und jetzt müssen wir, soweit ich das... Na, falsche. Müssen wir jetzt noch ganz hinten wieder. Leck mich doch halt einfach mal alle. Genau. Tada, wir sind am Ziel. Wow. Zugegeben, so schnell war ich noch nie. Das ist jetzt tatsächlich... Oh, das ist schon die letzte Map. What? Ich war ein bisschen schneller, als ich dachte. Lol. So, und das ist die Map mit dem ganz wunderschönen Spider-Mastermind. Danke dafür. So, das heißt, wir bringen erstmal die ganzen anderen zur Strecke. Damit wir hier ordentlich ein Spielfeld haben. Stopp halt. So, am besten davon nicht von Spider-Mastermind treffen lassen. Oh, die Spinne kommt näher. Okay, da ist die Spinne. So, hier konnte man glaube ich rein. Genau, hier gab es nämlich einiges zu gewinnen. So. Na, ja, Speicher. So, und jetzt... welche Waffe ist am besten? Ich nehme erstmal die Raketen. Ich weiß aber auch gerade nicht, ob sie noch Munition gab. Ne, da kommt man doch mal wieder auf. Nur halt leider schießt die Spinne halt direkt. Das heißt also, man muss sich schon sehr schnell bewegen. Und selbst dann kann man noch getroffen werden. Ja, man merkt schon, die Spinne hat echt Laune. Und Health Packs gibt es hier leider keine, soweit ich weiß. Das heißt also, man muss sich mit der Spinne versöhnen. Von daher ist es vielleicht gar nicht so gut, dass ich hier die ganze Munition einsammle, weil ehrlich gesagt ein paar Raketen, dafür, dass ich dafür so viel Leben verbrauche, ist vielleicht nicht die klügste Idee, aber ich mach's einfach mal. Dann ist die Spinne. Und auch hier gilt, wie gesagt, wieder, sobald die Spinne tot ist, verlassen wir die Map. Das heißt, wir müssen, sobald die Spinne stirbt, ganz schnell manuell die Map wechseln. Alter, warum ist die Spinne so dumm? Die lässt sich ja super leicht treffen. Die hält aber einiges aus. Digga, die hält ganz schön viel aus. Ich nehme mal hier die Shotgun, ne? Wow. Leute, das war ja gerade perfekt. Alter, das war ja sowas von perfekt. Wow. Nice. Okay, gut. Damit sind wir jetzt praktisch durch. An der Stelle würden wir jetzt quasi die Map verlassen. Tada. Episode fertig. Feierabend. Ja. Und wir nehmen natürlich den anderen Weg. Wir nehmen natürlich Change Map. Bam. Und geht zur Episode 4. Und das machen wir dann morgen. Damit sind wir also für heute durch. Ja. So. In dem Sinne würde ich mal sagen, danke, dass Sie mit Aero und die Wartbank geflogen sind. Und mit dir. Ja, in dem Sinne dann. Wie lange ging die Aufnahme? Das war doch keine Dreiviertelstunde. Das war ja mal sowas von gefühlt super kurz. Ich glaube, ich bin zu schnell durchgewascht. Ja. Nicht mal eine Dreiviertelstunde haben wir gebraucht. Und ich dachte schon, ich muss die ersten Maps durchrennen, damit ich hier innerhalb von etwas mehr als einer Stunde durchkomme, aber ich konnte mich an die letzten Maps tatsächlich doch so gut erinnern, dass ich auch da die Maps relativ gut geschafft habe. Lol. Das ist doch ganz geil. Okay, gut. Ja, das waren jetzt die drei einfachen Episoden. Morgen kommt in Episode 4 ran. Und wie gesagt, Episode 4 ist Ultimate Doom, also die nachgereicht, also praktisch ein Add-on für Doom 1. Und die Maps sind auch wesentlich schwieriger.
Das heißt, so einfach wie wir heute durchgekommen sind und vor allen Dingen so einfach wie wir vorgestern und gestern durchgekommen sind, werden wir morgen definitiv nicht durchkommen. Alleine die zweite Map hat es, glaube ich, sogar schon relativ hart in sich. Ich weiß es nicht mehr, ich kenne die Maps auch nicht so gut. Wenn ich sie sehe, erinnere ich mich vielleicht wieder, wie die zu lösen sind, aber jetzt gerade fällt mir nur eine einzige ein, wo ich weiß, wie sie geht. Zwei? Drei? Oh Gott, die zweite Map wird kacke. Egal. Ja. Genau. Das heißt, morgen wird es vielleicht doch etwas länger dauern als eine Stunde. Wenn es morgen tatsächlich doch richtig krass lange dauern sollte, dann mache ich morgen auch einen Zweiteiler, also zwei Folgen. Muss ich gucken, wie sich es ergibt. Ja, und übermorgen ist dann ja Doomsigil dran. Doomsigil hatte ich jetzt gar nicht so schwer in Erinnerung. Also in Brutal Doom haben wir es relativ gut gerockt. Aber ich weiß nicht, wie gesagt, in Vanilla Doom, da ist halt die Pinkies, die nerven halt ultra. Die Lost Souls nerven halt ultra, vor allem, weil die alle transparent sind. Wobei ich gar nicht weiß, ob die in Vanilla Doom wirklich alle so transparent waren. Ich meine, die Lost Souls, die erkennst du ja auch quasi gar nicht mehr. Da muss ich mal gucken, ob ich das bei GZ Doom einstellen kann. Also erstmal gucke ich das durch, wie es bei Vanilla Doom ist. Also wirklich die DOS-Variante. Die kann ich ja auch relativ leicht starten. Kann ich dir mal ganz kurz zeigen. Nein, ich möchte hier. Danke. CD Mount System. CD Doom 1. Bam, und dann machen wir mal hier DOS-Box. Könnte es ein bisschen laut werden. Achso, ja. Du? So. Man kann die Fenstergröße nicht verändern. Finde ich ein bisschen schade. Oh, ja, ich wollte mal die Prozessorgeschwindigkeit ein bisschen hochstellen. Der ist auf 4 MHz eingestellt. Für die ganz alten DOS-Spiele, die ich jetzt gespielt habe. Ein bisschen laut. Und was ist das 3D mit den vielen Lost Souls? Überhaupt nicht laut. So. IDFA. IDKFA. Ne. Lass uns. Seid ihr? IDKLIP. Ja, da seht ihr. Die Lost Souls kann man richtig gut erkennen. Da ist überhaupt nichts transparent. ID Clip. Wieso geht das nicht? ID CLIP. Okay. So. Man sieht auf jeden Fall schon, die Lost Souls sind überhaupt nicht transparent. Das heißt, wenn das mit den Lost Souls tatsächlich zu blöd wird in der vierten Episode, werde ich die Transparenz von denen auch deaktivieren. Einfach damit man sie besser erkennt. Ne? Wie gesagt, die Spektre, also diese Pinkies, die transparent sind, die reichen schon vollkommen aus. Vor allem sind halt wirklich einfach Tanks. Die bleiben halt einfach stehen und verspenden den Weg und dann kommst du nicht weiter. Aber wie gesagt, gerade die Lost Souls, die sind halt ultra schnell. Wenn sie sich einmal im Visier haben und auf dich zufliegen, fliegen sie relativ schnell. Und wenn du dann gleich mal so 5 um dir drum herum hast, auch 3 reichen schon aus, dann trifft dich immer mindestens einer von denen. Und wenn die dann halt noch transparent sind, vor allen Dingen so stark transparent, war ja richtig, das war ja wesentlich transparent, von gefühlt 75% oder 66%. Das ist halt einfach zu heftig. Wie gesagt, jetzt bei der Episode ging's. Aber ab morgen, also morgen und übermorgen, die Episoden, die werden definitiv schwerer werden. Von daher gucken wir mal. Wir versuchen erstmal so durchzuspielen. Und bei Bedarf, wenn ich merke, ich komme an einem Ort nicht weiter, weil da zu viele Lost Souls sind, dann deaktiviere ich deren Transparenz. Gucken wir dann, wenn es soweit ist. In dem Sinne, jetzt endlich tatsächlich Schau mit V.